Ich kann grundsätzlich, wenn ich einen Flug mit Emirates in der First Class buche, schwärmen. Ganz klar sagen, das ist ein positives und schönes Erlebnis. Ich bekomme hier immer noch mindestens 90% von dem, was man mir verspricht. Und es hat sich leider, und da bin ich nun mal sehr ehrlich, es hat sich doch etwas verschlechtert. Ich kann von 99% nicht mehr sprechen. Dennoch, gute 90% sind viel mehr als bei anderen Airlines, oft nur 50%. Deswegen, das ist keine dramatische Entwicklung, sondern es ist eine Entwicklung, die ich beobachte und die mir keine Freude macht. Denn wenn ich feststelle, dass ich bei Emirates in der First Class buche und ich bekomme nur noch in Dubai einen Unterschied zwischen einem Business-Chauffeur und einem First Class-Chauffeur, indem ich also bei als First Class-Gast in einer größeren Limousine sitze und als Business Traveler in einer kleineren Limousine, dass ich das nur noch in Dubai habe und man mir das bei Emirates auf der Internetseite nicht wirklich deutlich so verspricht, ist eine Tragödie, denn dort steht wirklich nicht klar und deutlich, und dazu habe ich nochmal ein extra Video gemacht, dass es eben außerhalb Dubais, also wirklich in jeder anderen Destination, außerhalb Dubais sind alle Chauffeurdienste für First und Business Class gleich. Und ich habe das nochmal deutlich mit der Customer Relation Abteilung von Emirates per Mail immer wieder nochmal draufgehauen und ich habe die sicherlich schon genervt, aber das war notwendig, bis sie mir dann endlich klar und deutlich eben bestätigte, dass es zum Beispiel jetzt hier in Wien keinen Unterschied macht, ob du ein First-Class-Ticket hast oder ein Business-Class-Ticket hast. Du wirst immer mit einem Business-Class-Chauffeurdienst abgeholt. Und die First-Class-Geschichten haben sie komplett eingestellt und damit gespart. Und das empfinde ich bei Emirates leider sehr negativ. Das macht dieses besondere Erlebnis schon etwas kleiner. Und damit eben von 99%, was ich mal gesagt habe, ziehe ich lockere 5% ab. Denn das ist das Gesamterlebnis, was ich ja mit 99% beurteile. Und da sind der Chauffeurdienst locker 5% eben nicht mehr so, wie er mal war, obwohl etwas anderes versprochen wurde und du optisch nicht erkennen kannst, was Emirates jetzt eigentlich wirklich meint. Du wirst nur nachher vor vollendete Tatsachen gestellt. Und wie ich ja auch manchmal durch E-Mails oder durch Chats von euch erfahre, ist es sogar so, dass teilweise in China oder in Afrika oft gar kein Chauffeurdienst angeboten wird. Das sind natürlich alles so kleine Dinge, die, wenn man schon die Nummer 1 sein will in der Welt, dann muss man auch Top-Service leisten. Und dann kann man nicht nur so Versprechungen machen, sondern da muss man schon zu seinen Versprechungen stehen und sich dann nachher nicht rausreden oder einfach totschweigen. Denn das ist das, was Emirates ja macht. Sie schweigen es tot, sie reden nicht darüber, aber sie bieten es einfach nicht mehr an. Dasselbe Thema, was war mit der Massage? Die Massage war vorher eine halbe Stunde für First und eine Viertelstunde für Business. Nach Corona alles gestrichen heißt, Business Traveler haben gar keine kostenlose Massage, sondern sie müssen dafür Geld bezahlen. Und alle First Class Gäste haben maximal noch eine Viertelstunde. Ich gehe davon aus, dass sich auch das in der nächsten Zeit alles streichen werden, weil natürlich auch diese Mitarbeiter an den Airports ja bezahlt werden müssen. Und das finde ich dramatisch, dass man hier nur davon erzählt im Werbeversprechen, sie bekommen eine Massage, aber nicht mehr wie lange. Und da hat man natürlich so ein bisschen dieses Schummelpaket eingesetzt. Wie ich finde, sind das wieder 3-4% weniger von den 100, also von den 99%, die versprochen wurden. Und damit komme ich natürlich, wenn ich so weitermache, am Schluss nur noch auf 90% von der Leistung, die uns versprochen wird. Denn wir haben ganz klar eine Geschichte. Bleibt mir unverständlich, dass ich bei Emirates zum Beispiel, auch wie bei der Singapore Airlines, nicht eine klare, deutliche Gewissheit habe. Heute fliegt zum Beispiel die 777 und in der 777 ist der Game Changer. Und darum geht's heute. Es geht darum, dass ich also einen Flug habe, der nicht klar und deutlich mir macht, dass es heute ein Game Changer oder eine normale First Class ist. Und dann von der normalen First Class ja auch noch die uralte oder eben die letzte Generation. Das gibt's ja auch noch. Dass man also auch hier nochmal unterschiedliche kleine Veränderungen hat. Nämlich die ältere hat noch kleinere Monitore, die mittlere hat schon etwas größere, modernere Monitore. Naja, und die Game Changer ist natürlich fantastisch. Mercedes und NASA und was da alles drinsteckt. Ein extrem tolles Erlebnis. Und nochmal, ich finde, Emirates verschenkt hier auch bares Geld und verschenkt hier Marketing. Denn wenn man uns deutlich und klar macht, ab Wien zum Beispiel fliegt jetzt in der 777 die Game Changer,
dann würden wir doch bereit sein, 500 oder 1000 Euro mehr dafür auszugeben, weil es ja ein ganz anderes Erlebnis ist. Das ist ja etwas ganz Besonderes. Also würde man natürlich sagen, hier verschenkt Emirates Geld. Es war dann so, dass ich geflogen bin und überrascht war, dass ich also an Bord an der 777 kam. Und es wurde ja schon auf eine 380 umgestellt, aber der zweite Flieger am Tag war eine 777. Und ich komme in diesen Flieger rein und dann war da eine, ja, Game-Changer-Ausrüstung mit 6 Sitzplätzen. Fantastisch. Das ist natürlich Freude. Im Endeffekt kann man es auch das sogar negativ sagen, weil warum haben sie uns das nicht mitgeteilt? Vielleicht mag ich diese Game-Changer gar nicht. Das meine ich. Also wir Kunden werden einfach nicht mehr gefragt. Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt und zwar bei allen Airlines. Da machen die alle keinen Unterschied. Die Singapore Airlines bietet die 380 mit der neuen First an, aber wenn du Glück hast, kriegst du sie und wenn du Pech hast, kriegst du sie nicht, dann sitzt du in einer alten. Und genauso macht das Emirates jetzt mittlerweile auch, indem sie sagen, ja, manchmal geben wir eine Game Changer und dann eben nicht. Du kannst es natürlich erkennen, wenn du also bei der Buchung schaust, sind es insgesamt 6 Sitze oder sind es 8 Sitze? 8 Sitze ist die etwas ältere. Die 6-sitzige ist dann eben die Emirates Game Changer und in dieser Game Changer zu sitzen und zu fliegen, ist natürlich das Flugerlebnis überhaupt nicht vergleichbar mit der letzten Generation von First Class bei Emirates, weil du ja bei Emirates rechts und links komplett die Kabine geschlossen. Niemand stört dich. Du machst draußen bitte nicht stören an und dann hast du deine Ruhe den ganzen Flug über. Kurz vor der Landung klopft es dann und dann heißt es, jetzt müssen Sie bitte zusammen machen und öffnen, denn wir wollen zur Landung. Also, das ist natürlich wirklich eine große Freude und vor allem dieser Sitz, dieser fantastische Sitz. Du sitzt da, du kannst da schlafen, du kannst da träumen. Das ist allein der Astronautensitz ist dann so gigantisch, dass du, wie als ob du schwebst. Du bist so in einer Rakete nach oben, so wird das Gefühl. Also ich finde es schade, dass die Emirates hier erstmal sowieso nicht grundsätzlich diese neue First überall drin hat, die Game Changer. Und dass es jetzt so eine Überraschung gab, dass also zum Beispiel jetzt ab Wien die 777 Game Changer startet, die ja auch ab Frankfurt startet, ist aber dennoch, und das ist die Tragödie, keine Gewährleistung dafür, dass du sie beim nächsten Flug auch wieder bekommst. Das finde ich eine dramatische Entwicklung und ich hoffe, dass wir doch noch in den nächsten Jahren hier eine Verbesserung und keine Verschlechterung erleben. Der Game Changer jetzt aktuell auch in der 777 ab Wien, weiterhin ab Frankfurt, ab London, ich glaube ab Zürich. Und ansonsten achtet immer darauf, wenn ihr am Buchen seid, eine 6er-Konfiguration der Sitze bedeutet Game Changer.